Wir freuen uns, Sie über die Einführung eines neuen Boosterpools 2.0 zu informieren. Um tägliche Belohnungen aus dem Boosterpool 2.0 zu erhalten, müssen Sie eine Booster Split 2.0 Lizenz und dann einen Contract erwerben und anschließend die erhaltenen Booster Split 2.0 Tokens abheben und einfrieren. Die Bezahlung einer Lizenz ist der erste Schritt bei der Arbeit mit dem Produkt. Gerade die Lizenz bestimmt das Limit bzw. die Anzahl der Booster 2.0 Splits, die Sie durch Vertragsabschluss erwerben können. Erst nach dem Kauf und der Aktivierung einer Booster Split 2.0 Lizenz bekommen Sie Zugriff auf Booster 2.0 Contracts. Der Booster Pool 2.0 ist das bislang profitabelste Produkt. Erstens werden die Lizenz und der Contract Booster Split 2.0 durch das Einfrieren von Ultima bezahlt. Die Einzigartigkeit dieser Methode besteht darin, dass Sie Ultima für ein Jahr in Ihrer Smart Wallet einfrieren und nach Ablauf dieser Zeit Sie diese Tokens zurück auf Ihre Wallet bekommen. Zweitens können Sie mit den Lizenzen und Contracts Booster Split 2.0 Belohnungen aus drei Liquiditätspools gleichzeitig erhalten. Aus dem Booster, Ultima und dem Spielpool. Und während der legendären Promo-Aktion erhalten Sie nicht nur Booster Splits, sondern auch Promo-Codes zum Auffüllen Ihres Guthabens im Telegram-Spiel Battle Bulls. In dieser Anleitung beschreiben wir ausführlich, wie Sie durch das Einfrieren von Ultima auf der Produktwebsite DeFiU eine Lizenz und einen Contract Booster Split 2.0 kaufen können und demonstrieren Ihnen den gesamten Splitting-Prozess vom Abheben von Tokens aus dem Dashboard bis zur Anforderung Ihrer ersten Belohnung. Schritt 1. Erwerb einer Booster Split 2.0 Lizenz. Gehen Sie zur DeFiU-Website. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Anmelden und melden Sie sich an. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie im Abschnitt Booster Split 2.0 Lizenzen, eine Liste der zum Kauf verfügbaren Lizenzen. Bitte beachten Sie, wenn gerade eine Promo-Aktion läuft, sehen Sie auf der ersten Registerkarte die darin angebotenen Lizenzen. Der Erwerb von Promo-Lizenzen ist dem in dieser Anleitung beschriebenen Prozess ähnlich. Wählen Sie die für Sie passende Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsmethode auszuwählen. Wählen Sie Einfrieren von Ultima aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Adresse Ihrer Ultima Wallet eingeben müssen, an die Sie in einem Jahr eingefrorene Ultima Tokens erhalten können. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Ihre persönliche Smart Wallet verwenden können, auf die Sie vollen Zugriff haben. Wenn Sie eine Börsenadresse angeben, können Sie keine freigegebenen Tokens erhalten. Es ist auch nicht erlaubt, Wallets von Dritten zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass nach der Bezahlung des Produkts durch Einfrieren das Alter von Ultima in der von Ihnen angegebenen Wallet auf Null zurückgesetzt wird. Klicken Sie nach Eingabe der Adresse auf Bestätigen. Als nächstes öffnet sich eine Seite, auf der der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt werden, auf die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen, und vergessen Sie nicht die Netzwerkprovision. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erhalten Sie eine Meldung darüber, dass der Kauf der Booster Split 2.0 Lizenz erfolgreich war. Jetzt muss die Lizenz aktiviert werden. Gehen Sie dazu in den Menübereich Meine Lizenzen, suchen Sie die gekaufte Lizenz und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren. Wenn Sie Ihren Aktivierungsverlauf anzeigen möchten, gehen Sie zur Registerkarte Aktivierungsverlauf. Jetzt ändern sich die Werte im Widget. Benutzung der Booster Split 2.0 Lizenz. Das Gesamtlimit und das verfügbare Limit vergrößern sich. Das Limit gibt einen Wert an, der bestimmt, wie viele Booster Split 2.0 Contracts Sie entsprechend den Lizenzen kaufen können. Schritt 2. Erwerb eines Booster Split 2.0 Contracts. Nachdem Sie Ihre Booster Split 2.0 Lizenz erworben und aktiviert haben, besteht Ihr nächster Schritt darin, einen Booster Split 2.0 Contract abzuschließen. Um einen Booster Split 2.0 Contract zu erwerben, gehen Sie zur Registerkarte Booster Split 2.0 Contracts.
Nachdem Sie einen Vertrag ausgewählt haben, der für das Limit geeignet ist, klicken Sie daneben auf die Schaltfläche Kaufen. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Zahlungsart Ultima Freezing auswählen und den bereitgestellten Bedingungen durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens zustimmen müssen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kaufen, um fortzufahren. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Adresse Ihrer Ultima Wallet eingeben müssen, an die Sie Ihre eingefrorenen Ultima Tokens in einem Jahr erhalten können. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Ihre persönliche Smart Wallet verwenden dürfen, auf die Sie vollen Zugriff haben. Wenn Sie eine Börsenadresse angeben, können Sie keine freigegebenen Tokens erhalten. Es ist auch nicht erlaubt, Wallets von Dritten zu verwenden. Bitte beachten Sie auch, dass nach der Bezahlung des Produkts durch Einfrieren das Alter von Ultima in der von Ihnen angegebenen Wallet auf 0 zurückgesetzt wird. Geben Sie Ihre Wallet ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen. Als nächstes öffnet sich eine Seite, auf der der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt werden, auf die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen, und vergessen Sie nicht die Netzwerkprovision. Warten Sie nach dem Einfrieren auf eine Benachrichtigung, die bestätigt, dass Ultima in Ihrer Wallet eingefroren wurde. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich einen Booster Split 2.0 Contract abgeschlossen. Nach dem Kauf eines Vertrags werden Sie sehen, dass die Werte im Widget Benutzung der Booster Split 2.0 Lizenz im Dashboard aktualisiert wurden. Schritt 3. Auszahlung von Booster Split 2.0 Tokens an die Smart Wallet. Um Belohnungen aus dem Booster Pool 2.0 in Form von Ultima zu erhalten, müssen Sie Booster Split 2.0 Boost 2 Tokens auf Ihre Smart Wallet abheben. Vergessen Sie nicht, Ihre Wallet auf die neueste Version zu aktualisieren und sicherzustellen, dass sie über genügend Smart verfügt, um Transaktionen durchzuführen. Wir empfehlen, mindestens 10.000 Smart zu haben, um Transaktionen mit Split-Tokens durchzuführen. Zur Aktivierung überweisen Sie einfach 0,1 Smart auf Ihre Wallet. Bitte beachten Sie auch, dass zum Abheben von Tokens die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert sein muss. Um Boost 2 Tokens abzuheben, melden Sie sich also bei defio.com an. Ganz oben links sehen Sie das verfügbare Guthaben Mein Booster Split 2.0 Status mit der Schaltfläche Auszahlung. Klicken Sie auf diese Schaltfläche. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie ein Guthaben für die Auszahlung auswählen müssen. Wählen Sie das Guthaben Verfügbare Booster Splits 2.0 aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Nächster Schritt. In dem sich öffnenden Fenster müssen Sie die Adresse Ihrer Booster Split 2.0 Wallet in die Spalte Wallet Adresse einfügen. Die Adresse kann in Smart Wallet kopiert werden. Fügen Sie die kopierte Adresse ein, geben Sie in der Spalte neben der Adresse die Anzahl der Booster Splits 2.0 für die Auszahlung an und klicken Sie auf die Schaltfläche Übertragen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode eingeben müssen. Öffnen Sie die Anwendung Google Authenticator und geben Sie den aktuellen Code der Anwendung in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie alles richtig machen, sehen Sie eine Meldung, dass eine Anfrage zum Abheben von Tokens erstellt wurde. Bald werden die Tokens in der von Ihnen angegebenen Wallet eingehen. Den Auszahlungsverlauf finden Sie im Bereich Transaktionen, Auszahlung. Splitting des Boost 2 Tokens im Booster Pool 2.0. Beim Splitting handelt es sich um den Prozess des Einfrierens von Booster Split 2.0 Tokens in der Smart Wallet und des Erhaltens täglicher Belohnungen aus dem Liquiditätspool für eingefrorene Tokens. Schauen wir uns den Splitting-Prozess Schritt für Schritt an. Der erste Schritt vor dem Splitting ist das Einfrieren der Booster Split 2.0 Tokens. Wählen Sie den Booster Split 2.0 Boost 2 Token in Ihrer Wallet aus. Es öffnet sich ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zu Ihrem Guthaben und Ihrer Transaktionshistorie. Um am Splitting teilzunehmen, müssen Sie zunächst Ihre Boost 2 Tokens einfrieren. Wir beginnen mit dem Splitting des Boost 2 Tokens.
klicken Sie auf das Freezing-Symbol. Auf dem sich öffnenden Bildschirm sehen Sie Ihr zum Einfrieren verfügbares Guthaben und die Gesamtzahl der eingefrorenen Tokens in Ihrer Wallet. Um die Tokens einzufrieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Einfrieren. Auf dem nächsten Bildschirm, der sich öffnet, werden Sie aufgefordert, die Anzahl der einzufrierenden Tokens einzugeben. Geben Sie den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen. Als nächstes müssen Sie den einzufrierenden Betrag überprüfen und die Aktion durch Klicken auf die Schaltfläche Einfrieren bestätigen. Als nächstes müssen Sie die Handlung mit einem PIN-Code bestätigen. Wenn Sie alles richtig machen, sehen Sie einen Glückwunschbildschirm, der bedeutet, dass die Tokens erfolgreich eingefroren wurden. Der nächste Schritt besteht darin, die Belohnung für die eingefrorenen Tokens anzufordern. Sie können Ihre erste Belohnung 24 Stunden nach dem Einfrieren erhalten. Wählen Sie den Boost 2 Token aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Splitting. Sie befindet sich direkt unter Ihrem Guthaben. Bitte beachten Sie, dass für das Splitting Smart Coins auf Ihrem Guthaben vorhanden sein müssen. Diese sind notwendig, um die Ausführung eines Smart Contracts zu bezahlen. Wenn Sie nicht über genügend Smart Coins verfügen, werden Sie aufgefordert, Ihr Guthaben aufzuladen. Wenn genügend Coins auf Ihrem Guthaben vorhanden sind, öffnet sich ein Fenster mit Informationen zum aktuellen Splitting-Status. Bitte beachten Sie, dass die erste Belohnung 24 Stunden nach dem Einfrieren erhalten werden kann. Klicken Sie nach Ablauf dieser Zeit auf die Schaltfläche Belohnung anfordern, um eine Belohnung aus dem Pool anzufordern. Es öffnet sich ein Bestätigungsbildschirm. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung von Smart Defender mit der Karte Ihr Smartphone berühren müssen, um Ihre Belohnung anzufordern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie den Nutzungsbedingungen des Produkts zustimmen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen. Fertig. Sie haben Ihre Belohnung erfolgreich eingefordert. Alles, was Sie noch tun müssen, ist auf die Schaltfläche OK zu klicken. Es wird der Bildschirm des Ultima-Tokens geöffnet. Dort können Sie Ihre Belohnung sehen. Wichtige Regel: Bevor Sie mit dem Einfrieren beginnen, beachten Sie bitte, dass jede Aktion zum Einfrieren oder Freigeben von Boost 2 Tokens die Wartezeit für eine Split-Belohnung in der Wallet zurücksetzt. Die Wartezeit auf eine Belohnung beträgt 24 Stunden. Wenn Sie beispielsweise vor 20 Stunden eine Belohnung erhalten haben und bis zum Erhalt der nächsten Belohnung noch 4 Stunden bleiben, wird die Wartezeit für die Belohnung durch das Einfrieren oder Freigeben von Boost 2 zurückgesetzt und erneut 24 Stunden betragen. Daher empfehlen wir, zuerst eine Belohnung einzufordern und dann die Tokens einzufrieren. Vergessen Sie nicht, am Splitting teilzunehmen und jeden Tag Ihre Belohnung anzufordern. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unser Support-Team senden.